Was ist schwarz und hängt an der Decke? Ein schlechter Elektriker. Direkt mit einem starken Abwand, damit das Niveau erstmal klargestellt ist hier. Was passiert, wenn sich zwei Informatiker nicht leiden können? Dann ist Streit vorprogrammiert. Ein Familienvater kauft einen Roboter, ja. Dieser Roboter schlägt immer zu, wenn man lügt. Ja, er sitzt mit seiner Frau am Tisch, die sind am Essen, ja, der Sohn kommt irgendwann nach Hause. Sagt der Vater, und wie war die Schule? Sagt der Sohn, die Schule war sehr gut. Bam, schlägt der Roboter den Sohn. Sagt der Vater, aha, wo bist du gewesen? Sagt der Sohn, okay, Papa, es tut mir leid, ich gebe es zu, ich war im Kino. Ja, schlägt der Roboter wieder den Sohn. Sagt der Vater, sag die Wahrheit, wo bist du gewesen? Sagt der Sohn, okay, ich gebe es zu, ich habe ein Porno geguckt. Sagt der Vater, wie bitte? Als ich in einem Alter war, wusste ich noch nicht mal, was ein Porno ist. Der Roboter schlägt den Vater. Sagt die Mutter, ha, typisch dein Sohn. Der Roboter schlägt die Mutter. Ein Mann geht mit seiner Ehefrau ins Restaurant. Ja, und bestellt die Tagessuppe. Der Kellner bringt die Suppe, hat aber den Daumen in der Suppe drin, während er die Suppe abstellt. Ja, sagt der Mann, was soll das? Das ist ja total ekelhaft. Sie haben ihren Daumen in meiner Suppe stecken. Ja, sagt der Kellner, ja, ich habe ja auch ein Geschwür und ich muss ab und zu meinen Daumen wärmen. Sagt der Mann, schieben Sie sich von mir aus den Daumen in den Arsch. Sagt der Kellner, das mache ich auch, aber ab und zu muss ich ja arbeiten. Ein Koala-Bär chillt auf einer Palme, ja, und raucht einen Joint. Und lässt sich richtig gut gehen, ja. Kommt irgendwann die Eidechse unten vorbei, guckt so nach oben, sagt, ey Koala, was geht ab? Sagt der Koala, ich bin hier schön am Kiffen. Komm hoch, kannst du mitrauchen, ja. Die Eidechse klettert hoch, chillt neben dem Koala, die reichen sich den Joint hin und her. Jeder zieht, die sind total high und genießen den Tag. Irgendwann kriegt die Eidechse eine trockene Kehle und sagt, ey, ich habe voll Durst, ich habe eine trockene Kehle vom Kiffen. Ich gehe mal in den Fluss was trinken. Sagt der Koala, ja, geh. Die Eidechse klettert runter, geht an den Fluss, will was trinken, ist aber so high, dass die Kopf in den Fluss fällt, ja? Fällt rein. Das Krokodil sieht das von der anderen Seite des Ufers, kommt angeschwommen, hebt die Eidechse hoch und legt die an den Rand, ja? Wieder ans Ufer. Die Eidechse liegt da so total kaputt, total high. Sagt das Krokodil, was ist los? Sagt die Eidechse, ey, ich wollte eigentlich nur was trinken, weil ich Durst habe, aber ich war so high, ich bin einfach in den Fluss gefallen. Kannst du bitte dem Koala Bescheid sagen, ich kann mich nicht mehr bewegen? Sagt das Krokodil, kein Problem, ich gehe und sag dem Bescheid. Das Krokodil geht zum Koala, sieht ihn auf dem Baum und sagt, ey Koala! Der Koala macht so, guckt runter zum Krokodil und sagt, Alter, wie viel hast du denn getrunken? Ich finde den so geil, den Witz.